Willkommen zurück zum Let's Play von Overlord 2. Wir haben da die Mätresse geholt. Die sieht lecker aus. Und ja, die dicke, fette Wampe haben wir auch besiegt, getötet sogar. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe ein bisschen anstecken müssen, aber jetzt gucken wir mal, was die von hier, von uns, sie zu uns sagt. Ja, ihr müsst sie nicht töten. Es würde reichen. Ich möchte schon hier rauf. Warum geht das nicht? Na, schade. Schade war's. Jetzt kann ich hier meine Truppen eigentlich wieder ein bisschen einteilen. Nee, das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, ich komm. Diese Formation, die ist in Ordnung. Die kann man so stehen lassen. Aber warum geht's jetzt nicht weiter? Oder wo geht's weiter? Geht's hier weiter? Hallo, fette Schwappel. Du gehörst zu mir, warum bist du nicht mitgekommen? Ja, irgendwo muss ja weitergehen. Ach, vielleicht am Brunnen. Kann es sein, dass es da am Brunnen weitergehen muss? Ich bin schon ein Trottel der Nation. Ich vergesse immer wieder aufzunehmen. Darum sind die Parts jetzt so unregelmäßig lange. Weil ich einfach zu doof bin. Na gut, wir zerstören hier noch den Tempel. Wenn ihr schon hier seid, oder... Komm, den braucht's nicht. Die stören gerne Tempel. Ja, ihr habt den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Ich lege den Tempel gerne in Schutt und Asche. Gibt dafür auch kleine Scherkensachen. Seelen, die ich gerne haben möchte. Warum sammelt ihr die nicht auf? Sammelt ich halt selber auf. Wenn ihr kleine Spockus nicht schafft, dann ja. Mach ich selbst. Ach, jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich hoch zu der schönen Mätresse. Lukliert ist, um das Menü für die Stadthalle zu öffnen. Ah, Stadt von Immerlicht. Ressourcenpreis, ja, dann nehme ich natürlich an. So kommen wir von hier weg. Was? Sie kommt nicht hierher, oder? Je mehr, desto besser, oder? Jawohl. Bitte Knödel nie, euch in den Schlaf zu singen. Vielleicht etwas dunkel, kein Tageslicht. Aber das wird schon gehen. Ah, ihr habt mir bereits eine Sklavin als Kammerzofe ausgewählt. Ein wenig dreckig. Wenn du nur einen falschen Schritt machst, packe ich dich und hänge dein Kadaver an der Wand auf. Zu den anderen hübschen, hohlen Dingen. Juno ist jetzt eure Hauptmätresse, Herr. Sie bleibt im Thronsaal mit mir. Wenn ihr als Hauptmätresse wieder Kellner wollt, besucht sie in den Privatgemächern. Nee, ja. Die ist gut als Hauptmätresse da. Ihr arbeitet wirklich an eurem bösen Image. Ja, das tue ich. Das tue ich sehr doll. Meister, aber es gibt immer noch mehr Böses zu tun. Ja, das weiß ich. Dafür setze ich mich auch auf meinen Thron. Ah, so heiß bin ich. Ah. Gut, was ich zuerst mal sagen würde, ist, wir speichern. Jo. Ist hier. Der Nordberger bittet um meine Audienz. Audienz anzeigen. Was will denn jetzt schon von wieder von mir da? Oh Lord, einige in Nordberg versuchen, eurer dunklen Macht zu entfliehen. Sie sind einer Elfenkommune beigetreten. Außerdem wollte ich fragen, ob ich einige eurer Wesen bekommen könnte. Wenn ich ein paar von ihnen hätte, wäre mein Leben gleich viel einfacher. Sie können doch Socken stopfen, oder? Also leicht kommst du mir nicht davon. Oh Lord, ich glaube, ich hätte gern einige der braunen Kerlchen. Die sehen stark aus. Das bekommst du hier. Tritt in den Arsch. Richtig so. Die Elfen dürfen euren Untergebenen keine Flausen in den Kopf setzen. Natürlich nicht. Elfen, Spitzohren, also bitte. Kann's ja nicht sein. Also, nee. Auf keinen Fall. Da die spitzohrigen Dinger, ja. Den will ich auch gar nichts wissen. Ja, gut.
Aber wie ich diese hier Quest hier löse, das mache ich nach einer kurzen Pause. Und dann, ja, sind wir auch wieder parat zum Spielen. Und bis, ja, bis jetzt eigentlich. Willkommen zurück zum Let's Play von Overlord 2. Ich bin jetzt an einem neuen Ort hingekommen. Gut, das mit dem Let's Play, das wusstet ihr ja schon. Ich habe ja nur eine kurze Pause gemacht, eigentlich. Und sowas vorgesehen, ist halt was Längeres draus geworden. Aber ja, wir sind jetzt wieder hier in Norberg, in dieser Scheißstadt. Wie viel verbrauche ich von denen? Ich glaube, das so reicht. Dann nehme ich den Rest noch, die braunen. Ist ja gut ausgerüstet. Jetzt erstmal das Geld hernehmen. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles Geld hier. Wir sollen da noch die Wölfe nehmen, die Wölfe nehmen können. Okay, unsere Mission führt uns wohin? Schnee, Schnee, Schnee. Ja, Schnee, Schnee, Schnee. Ja, ich möchte gerne Pflastersteine sehen. Das siehst du nie mehr wieder. Das ist endgültig vorbei. Ja, warum ist jetzt irgendwie... Hat da meiner plötzlich mit der Maus einen Klemmer? Müssen wir keine Polarden und Wachtelaugen mehr finden. Alter, irgendwie... Alter, irgendwie das nicht so, wie ich möchte. Ach doch, brech da mal ein. Das könnte mir ja Geld geben. Bringen eventuell. Wäre auch nicht schlecht. Ja, heißt alles ein. Ich glaube nicht, dass es die überhaupt gibt. Ja, ich glaube nicht, dass es die überhaupt gibt. Ich glaube auch an vieles nicht. Aber es ist halt so. Gibt es hier nur eine Karte eigentlich? Anscheinend nicht. Die grünen Positionen. Was sind das schon wieder? Sind das irgendwelche Missionen, Kalonen oder sonst irgendwas für eine Scheiße? Na los, halt, komm. Mach die Wichte hier mal platt. So stark sind die jetzt auch nicht. Sie... euch platt machen. Ja, jetzt komm. Wenn ihr das im Moment noch kaputt macht, da kommen die Wichte raus. Aber anscheinend nicht. Ah, da ist noch Geld. Geld zu Geld sage ich natürlich niemals nein. Hier muss ich einen anderen Weg finden, um raufzukommen. Ah, jetzt sind die scheiß Wichte schon wieder hier. Ja, dann macht's mal kaputt. Es gibt mir Seelen, das bin ich zufrieden. Finde ich toll. Ja. Bringt mir alles mit, mein lieben Scherchen. Ist natürlich logisch. Ah ja, die Seele dort kann mir jetzt gestohlen bleiben. Okay, wir gehen zurück. Ich glaube, ich muss da hinten raus zum hinteren Pfeil, der den Hinterausgang hat, meine ich. Ja, wir machen uns einfach auf den Weg und gucken, was da auf uns wartet. Ja, wir müssen nichts mehr solches finden. Das, ja, ja. Arschlecken. Okay, gut. Ja, komm, bring mal in das Haus hier ein. Geld ist Geld und Geld können wir hier gut gebrauchen. Wisst ihr? Wisst ihr? Ist so. Ja, dann kann ich mir neue Schwerte kaufen. Ja, die Plage. Im Teil 1 hat es auch schon eine Plage. Und das, wir rennen, glaube ich, hier nicht von der gleichen. Vorhin sind zwei Männer aus dem Haus gekommen. Ist das eine WG oder ist das ein Schwulenpärchen? Ich tippe eher auf Letzteres. Ja, und jetzt habe ich plötzlich nur noch 26 Stück, ey. Was läuft mit denen hier falsch? Okay, wir sind jetzt hier rausgekommen bei... den, weiß ich was. Ist das nicht hier, wo die Elfen... Alter! Wo muss ich denn hin? Die Elfen. Die Elfen sind ja hierher gekommen, so viel es mir ist. Ja, ich wollte die eigentlich suchen. Aber anscheinend liegt das hier nicht drin. Ah, schau mal, wieder eine Schatzkiste volle. Ja, so könnte man eigentlich gleich Geld machen. Warum nicht? Aber was mache ich dann? Dann würde ich dann nicht aufnehmen, weil das für euch nur langweilig, wenn ihr mir zuschaut. Ich Geld aufsammle. Ja, ich sammle Geld auf. So spannend wie noch nie. Geld aufsammeln, extrem.
Ja, ich möchte mal hier rauf. Hier war ich noch gar nicht. Aktiviert der die Scheiße. Das finde ich toll. Nee, jetzt lass doch den. Wie kommt der und wo geht's jetzt hin? Ja, erstmal rauf. Ja, hier wäre ich sonst irgendwie auch schon raufgekommen. Also hier, wo ich eine Tempel kaputt machen musste, weil es da die Stadt noch nicht mir gehörte. So viel mir ist. Ja, genau, das ist dieser Punkt. Vielleicht hier auch noch schnell reinkommen. Bringt mir alles Geld. Das Geld ist gut. Geld kann man immer gebrauchen. So, okay. Eigentlich sollen hier mehrere von mir tot sein, von meinen Leuten hier. Das Licht ist voll von fetten Touristen. Sie verdienen alles, was sie bekommen. Ja. Voll von fetten Touristen. Ich höre, ist die Spinnenplage im Immerlicht beseitigt worden. Ja. Das war bestimmt der Meister. Ja. In Immerlicht und Nordberg herrscht zwar das Böse, aber immerhin ist das Wetter schön. Ja, Wetter ist... Ja, nee, Wetter ist nicht schön. Schönes Wetter ist anders. Fleischfahrt, aber sag das nicht meiner Frau. Doch, das werde ich hier gleich ausrichten, sobald ich sie sehe, dass du das Zeug hier fade findest. Dann mag sie mich gar nicht. Ah, schau mal, dort hat's was. Aber wie komme ich dorthin? Okay, ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Ach komm. Spielt es auch keine Rolle. Wir suchen da die Elfen, die hier was machen wollten. Oder machen möchten. Aber ich weiß gar nicht, wo ich dafür hin muss. Ich dachte, die grünen Dreiecke hier zeigen mir das an, wo ihnen eine Mission ist und so. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die nuckeln hier an mir. Macht sie kaputt. Okay. Schafft ihr es nicht, es kaputt zu machen? Alter, was soll das Zeug? Uns folgt da so ein kleiner Wicht, Leute. Ein kleiner Saugwurf, der nur Prügel will. Ja, der will nur Prügel. Ich gehe jetzt hier mal in die Höhle hinein, wo die Elfen vorhin waren. Vielleicht sind sie ja wieder hier, wollen mich ärgern oder sonst irgendwas. Aber langsam glaube ich, dass ich das Zeug gar nicht finden werde, wo die Elfen sind. Ja, weil hier zeigt es mir nicht unbedingt gerade schlau an. Ja. Irgendwo muss ich doch die Quest-Option aufrufen können. Ich drücke mich mal schnell durch. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber irgendwo muss doch das sein. Braunen, ich will alle. Ja, ich will alle. Irgendwo muss doch das Zeug sein. Also. Hallo? Nee, da will ich nicht. FGHJKL YXZVBANM. Ich weiß gerade nicht, wo wir das sehen können, was für eine Mission momentan läuft. Oder wo wir überhaupt hin müssen. Es wäre schön zu wissen, wo wir hin müssen. Ja, da bei den Optionen, ist es da? Nee, Anzeige. Nee, ist es nicht. Slot für automatisch speichern ist auch nicht. Spiel ist auch nicht. Beenden wollen wir das ja noch nicht. Ach, hier ist das. Ja, Aufträge. Okay. Wir müssen töten tausende Wichte. Ja, komm. Kontrolle über die Stadt Nürnberg. Kühldorfbewohner ist nicht das, was wir brauchen. Findet Turmherzfragmente in Ödnis. Auch nicht das. Findet die blauen Schergen. Ist auch nicht das. Dorfbewohner immer nicht. Findet die blauen Schergen. Ich glaube, dringt in die Kaiserstadt ein. Ja. Dann war ich hier jetzt für nichts und aber nichts. Es tut mir leid, dass ihr das zugucken musstet und jetzt schon fast das Let's Play um ist. Aber ja, das kann es geben, dass ihr hier für nichts umherlaufen. Und ja, schade war's. Okay, das mit dem Scheißwichten da, war mir nicht wichtig. Also, dass ich das erreiche, ja, ich weiß nicht. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr euch ja... Dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, aber mir spielt es ehrlich gesagt keine Rolle.
ob das so ist. Ja, weil es jetzt nicht mehr lohnt, bis ich wieder ausschalte, hier noch groß in das neue Gebiet zu gehen, spiele ich mal Tine Wittler, da die Hausumbauerin da die Scheiße. Und ja, geh mal da unsere kleine Festung hier umbauen. Ja, der Overlord ist hier, ja. Meister. Ja, ich bin der Meister, ja. Da hat das Riss, das hast du total richtig gesehen, jo. Okay, wir gehen mal hier in die Gemächer. Ich könnte natürlich auch meine Schergen verbessern, aber wer will das schon? Ach, schau mal an. Ach, das ist schon viel schöner geworden. Aber das sind alles die Wasserschergen hier. Und bist denn du? Du hast so einen Stock, da weißt du. Bist du in den Putzteufel? Okay, wir müssen hier... Ja, okay, sie hat schon schön eingerichtet, muss ich sagen. Oh. Ihr habt ein gutes Auge. Oh, Reiterspinnen, Löwenalkoven, Schlangenthron, das sieht ja mal geil aus. Juno Kerzen, Juno Bett, Juno Teppich und Vorhänge. Ihr habt ein gutes Auge. Juno Flagge. Ja, also Juno finde ich nicht gerade geil. Was ich aber geil finde, ist, dass hier Schlangenthron. Oh, denn den leisten wir uns schon, ne? Das ist so wunderschön. Ja, schön, also ja, da die Spinnereinstatue. Ja, komm, die nehmen wir auch. Ihr kauft gut, aber da nehmen wir nicht, einen Löwenscheiße, da braucht doch kein Mensch. Gut, das andere braucht ja eigentlich auch kein Mensch. Trotzdem kaufen was. Warum? Das weiß niemand, das weiß nur ich. Ne, nicht mal ich weiß das. Wir kaufen es einfach, weil wir es können. Okay, ja, die hat es so eingerichtet. Ihr solltet die gute alte Magie im Auge behalten. Okay, ich behalte sie im Auge. Ja, ich kann ja irgendwas aufrüsten, habe ich gesehen. Ausrichtung neutral, ja, das ist mir nicht gerade, ja. Zauberaufwertung, Schergen. Haltet im Ausschau nach Katalysatoren. Landet ein Schergen auf und verwendet ihn, um eure Gesundheit zu verbessern und eure Gegner zu nutzen. Imbus. Warte Schergen auf und stärkt gleichzeitig eure Schockwellenangriffe. Ziel. Für Noah, der den Mittelweg zwischen Unterwerfung und Zerstörung wählt. Ja, ich will doch keine Zerstörung. Ja, ich werde Schergen auf und stärkt gleichzeitig euer Schockwellenangriff. Ja, ich glaube, das setze ich ein. Ah. Nehme ich mal, ja, und wir was? Ja, Schergen. Vielleicht werfe ich mal so ein Ding, so ein Schergchen herum. Ja, vielleicht werfe ich dann die mal herum, den Gegner an den Kopf, damit sie die Augen auskratzen können, wie wir es uns schon gewohnt sind. Ach, und was für eine Aussicht. Ach, ist das schön. Ganz alleine hier. Wo ist eigentlich die zweite Maltresse? Läuft hier irgendwo rum? Das hier ist meine Erstmaltresse. Marius steht hinter den Wächtern. Gemeinsam mit seiner Frau. Das ist mein Goldlager hier. Ja, okay, das ist meine neue Frau. Doch, wo ist die Alte denn verschwunden? Hey, Alte. Wo bist denn du? Hier ist ein langer Gang, da war ich noch gar nie. Was ist hier? Ah, hier ist die andere Mätresse. Die muss hier warten, oder was? Ah ja, kann ich. Komm schon, kleiner Zauberer, was hast du vor? Dann kann ich auch Hauptmätresse auswählen. Ja, die ist schon... Wenn meine Freundinnen mich jetzt sehen könnten, Mätresse eines Overlords. Die ist stolz drauf. Bald, glaube ich, die sieht auch ein bisschen schicker aus. Sie eignet sich nicht als Hauptmätresse. Sie kennt dich nicht so gut wie ich. Das ist auch wieder wahr. Die kennt mich. Kaiser Solarius ist wirklich seltsam. Warum lässt der Marius für sich sprechen? Ja, komm, ich lass jetzt die mal hier sein. Okay, dann ja. Dann laufe ich zurück. Dann waren wir jetzt in diesem Let's Play mal richtig kreativ und haben gar nichts geschafft. Ja, das braucht es ab und zu halt auch. So etwas. Das kann schon vorkommen. Aber zuerst will ich noch zu meinem neuen Thron besichtigen. Hab ja nicht für nichts etwas investiert und dann sehe ich das Ding nicht mal. Okay, wow. Wow, das macht Eindruck. Schergen auf den Spinnen. Und mein neuer Thron, der Schlangenthron. Wesen schlug er tot. Ja. Ich frag mich, wie die fliegen. Sie sind so fett und kugelrund, dass sich die Balken biegen. Das sind sie.
Junos Held. Okay. Wie es weitergeht und wie die Mission jetzt folgen wird, das erfahren wir im nächsten Let's Play, wenn ich wieder losziehe und alles zu kurz und klein schlage. Dann sage ich mal, bis dann und lebt sich schön.